Dr. Kirsten Tackmann für die Linke. Frau Präsidentin, liebe Gäste auf den Tribünen, liebe Kolleginnen und Kollegen, der gefährliche Unkrautvernichter Glyphosat ist in aller Munde, und zwar leider eben nicht nur im übertragenen Sinne. Das hat der BUND in einer Studie vor fast 2 Jahren gezeigt. 182 Urinproben von Menschen aus Großstädten aus 18 Ländern Europas wurden auf Glyphosat untersucht, und in keinem einzigen Land waren alle Proben frei von Glyphosat. Im Gegenteil, in Malta waren 90% der Urinproben, in Deutschland immer noch 70% der Urinproben mit Glyphosat, enthielten Glyphosat. Ich finde das alarmierend. Und nein, das ist keine repräsentative Studie, aber selbst das Bundesinstitut für Risikobewertung hält diese Ergebnisse für plausibel. Und die Messwerte sind zwar unterhalb der gesundheitlichen Unbedenklichkeitsschwelle, aber sie wären ein Hinweis auf eine allgemeine Hintergrundbelastung europäischer Bürgerinnen und Bürger mit Glyphosat. Ich finde das bedenklich. Nur, bis heute liegt keine einzige repräsentative Studie wurde im Auftrag gegeben, um diese alarmierenden Ergebnisse entweder zu widerlegen und zu bestätigen. Und deswegen sage ich, das ist fahrlässig, und wir brauchen hier endlich Klarheit. Und bis dahin sollten wir davon ausgehen, dass der BUND recht hat. Und dann stellen sich doch mindestens 3 drängende Fragen. Erstens, warum wird so häufig Glyphosat im Urin von Menschen gefunden? Zweitens, welche Risiken sind damit verbunden? Und drittens, was kann oder besser gesagt, was muss getan werden? Also warum haben so viele Menschen Glyphosat im Urin? Weil Glyphosat sehr häufig in der Landwirtschaft eingesetzt wird und in die Lebensmittel gelangt. Wer hat schon mal im Frühjahr Äcker gesehen, auf denen alle Pflanzen totgespritzt waren? Das ist Unkrautbekämpfung mit Glyphosat. Wenn ein Mähdrescher nur nicht schnell genug zur Ernte bereitsteht oder die Ernte nicht gleichmäßig genug reift, die Antwort ist Glyphosat. Das wurde im Sommer 2014 selbst dem Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit zu krass, und sie haben ja damals schon die Zulassung eingeschränkt, immerhin. Und vielleicht deshalb oder aufgrund der öffentlichen Debatte, zumindest bei mir in der Prignitz, habe ich dieses Frühjahr seltener totgespritzte Felder gesehen. Aber auch für den Haus- und Kleingartenbereich sind immerhin 51 glyphosathaltige Mittel zugelassen. Man kann sie kanisterweise im Baumarkt kaufen, angeblich mit Beratung, naja. Und bei Amazon.de gibt es 500 Milliliter Roundup Easy für 17,69, gänzlich ohne Beratung. In Nord- und Südamerika werden glyphosatresistente Gentech-Pflanzen im großen Stil angebaut und nach Europa importiert, Roundup Soja zum Beispiel. Und so kommt Glyphosat auch in den Urin von der europäischen Bevölkerung. Glyphosat ist unterdessen eben der weltweit am weitesten verbreitete Pflanzenschutzmittelwirkstoff. Und das ist ein Riesengeschäft für Monsanto. Und das geht auf unsere Kosten. Umso wichtiger ist die zweite Frage. Welche Risiken sind denn damit verbunden? Die ökologischen Risiken sind im Grundsatz eigentlich klar. Wo auf dem Acker ausschließlich Mais, Getreide oder Kartoffeln wachsen dürfen, ist das eine ökologische Wüste. Und die Hinweise auf Schäden von Lebewesen in Gewässern gibt es ja auch, übrigens auch von Bundesoberbehörden. Und über das konkrete Ausmaß der ökologischen Schäden wissen wir eigentlich fast nichts. Aber noch größer sind die Wissenslücken bei den gesundheitlichen Risiken. Es gab zwar immer wieder Hinweise und gibt immer wieder Hinweise auf erhebliche Tiergesundheitsprobleme bei Rindern und Schweinen, die mit Glyphosat in Verbindung gebracht werden. Aber offiziell wurden diese gesundheitlichen Risiken immer verneint. Bis zum Paukenschlag Ende März. Da hat eben, das ist schon erwähnt worden, die Internationale Krebsforschungsagentur der WHO Glyphosat als wahrscheinlich krebserregend eingestuft. Ja, die wissenschaftliche Dokumentation dazu liegt erst Mitte Juli vor. Und ja, es ist völlig legitim, diese nochmal zu überprüfen. Aber dass Union und Bundesregierung schon vorab mal die wissenschaftliche Kompetenz dieser WHO-Agentur infrage stellt, finde ich absolut inakzeptabel. Und ich muss auch ehrlich sagen, diese deutsche Arroganz ist wirklich aus meiner Sicht erschreckend und hochnotpeinlich. Und damit kommen wir zur dritten Frage. Was muss jetzt eigentlich getan werden?
Die Forderung der Linken liegt seit einem Jahr auf dem Tisch. Und wenn die Krebsforscher der Krebsagentur recht haben, der WHO, dann sind das nur die allernötigsten Maßnahmen. Und ich sage mal, die erste Forderung wird schon vielleicht im vorauseilenden Gehorsam von vielen Baumärkten umgesetzt. Sie nehmen nämlich Glyphosat aus dem Sortiment. Und das ist auch gut so. Und was sagt es eigentlich über unser Land, wenn Baumärkte vorsorgender denken als die Bundesregierung? Zweitens, Glyphosat gehört nicht in die Ernte. Und drittens, wir wollen mehr Forschung der ökologischen und gesundheitlichen Risiken. Und das kann man ja nun wirklich nicht ablehnen. Vielen Dank, Frau Kollegin Tackmann. Nächste Rednerin in der Debatte, Rita Hagel-Kill.